Wasserbomben, wo Eis drin ist. Wenn das gegen den Kopf bekommst, tut das so unnormal weh, Junge. Du stirbst einfach fast. Muss ich mal vorstellen, ein Haufen besoffener 12-, 13-Jähriger. Jol. Ist auch nicht meine Begrüßung. Moment, nochmal. 3, 2, 1, Spaß. Zach, geht, das ist auch nicht meine. Ich sage einfach Hallo. Hallo, Freunde. Herzlich willkommen zur zweiten Folge mit der zweiten verkackten Begrüßung mit Mr. Morgan. Und wie wir schon angekündigt Hallo. Haben, geht es heute um... Schule. Das ist in jeder Folge so, Mr. Morgan. Ich habe ich wieder vergessen. Ich bin klug. K-L-O-K. Wir machen heute Abi-Streiche, Junge. Abi-Streich und Zehner-Streich. Und ich komme aus einer Kleinstadt bei Köln. Oder fast in Köln quasi, ja. Und kann so viel sagen, dass Abi und Zehnerstreich... Du kommst? Ich komme. Achso. Okay, dann gut. Dann nehme ich das einfach mal so hin und ignoriere das. Jedenfalls okay. Kann ich euch sagen, dass Abi und Zehnerstreich immer was ganz Besonderes waren. Es gab zwei konkurrierende Schulen, die immer miteinander richtig, richtig gebasht sich haben. So richtig... Eskalation pur, wirklich pure Eskalation, die sind ausgerastet, das ist nicht normal gewesen, was da abging, Leute. Und nochmal geisteskranke Gestalten und da würde ich jetzt gerne einfach mal so ein bisschen erzählen, wie ich das persönlich erlebt habe und welche Rolle ich da gespielt habe. Ich würde gerne anfangen mit meinem ersten Zehnerstreich, den ich damals in der 5. Klasse hatte. Zehnerstreich, für die Leute, die es nicht kennen, ist quasi der Tag, da kommt die 10. Klasse, die jetzt ihren Realschulabschluss dann hat, dahin und macht ein bisschen Scheiße auf dem ganzen Schulgelände und ich habe den ersten Zehnerstreich damit verbracht, mir tatsächlich Fingerfarbe aus dem Auge zu waschen, weil es damals noch erlaubt war, mit Fingerfarbe auf den Schulhof zu fahren und die Leute so mit Fingerfarbe voll zu schmieren und Klamotten zu versauen und die ganze Schule sah danach aus wie, ja, das kenne ich. Wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Papageienbordell, also komplett bunt. Oder Rasierschaum oder so. Rasierschaum, auch richtig geil. Und ja, mein erster Zehnerstreich ging 3 Minuten und dann habe ich eine Farbbombe hier ins Auge bekommen und hing wirklich die ganze Zeit da und musste mein Auge ausspülen, weil ich wirklich Farbe im Auge hatte. Und das ist natürlich ultra, ultra abgefuckt und habe mir dann so vorgenommen, so den letzten Zehnerstreich, den du da machst, da setzt du noch einen drauf. In der 6. Klasse war es, glaube ich, so, dass die Leute Wasserpistolen hatten. Allerdings war da kein Wasser drin, sondern da war dann Tequila und so ein Scheiß drin, weil in der 10. Klasse ist man gerade 16, kann man ja ruhig mal Tequila trinken. Und dann ist es dann so weit gegangen, dass die Leute dann wirklich den jüngeren Kindern dann auch Tequila und sowas in den Mund gespritzt haben. Und dann gab es dann da, muss ich mal vorstellen, einen Haufen besoffener 12-, 13-Jähriger, die dann da, ich meine, das ist heutzutage leider Alltag, aber die dann da komplett besoffen und kotzend über den Schulhof gelaufen sind. Und das kam dann auch leider in die Zeitung und solche Sachen und Alkoholmissbrauch und solche Geschichten. Und das war dann auf jeden Fall echt geil. Das ist schon ein bisschen krass, wenn du überlegst, dass ein 12-, 13-Jähriger, die sich dann gegenseitig ankotzen. Und ich könnte natürlich jetzt chronologisch weitergehen, möchte aber natürlich auch Mr. Morgans Seite hören. Jetzt würde ich sagen, bitte Mr. Morgan, erzähl mir, was du erlebt hast. Also die Standardsachen waren ja natürlich, dass man Rasierschaum genommen hat, Eier, klar, das kennt man, Mehl. Ja, natürlich. Oder halt, Mädchen haben immer nur oft... Ja, zum Beispiel. Oder die Mädchen haben ja immer Lippenstift benutzt und die Leute beschmiert. Ja, genau, Alter. Aber... Weil so harmloses Sachen. Das so, geht ja noch Herzchen richtig. Genau. Ja. Zum Beispiel eine harmlose Sache, die aber cool war, muss ich sagen, wir haben den ganzen Flur in der Schule bei dem Direktor und überall zu den Klassen komplett Meter hoch mit Luftballon. Das haben wir auch gemacht. Da konnte man dann zum Beispiel einfach nicht mehr durchlaufen. Ja, genau. Oder man musste ja durchkämpfen. Und das war zum Beispiel was einfach nur lustig war. Und auch keinen Ärger gemacht hat, ne? Richtig, ja. Ja, aber dann gibt's halt so Sachen wie, ein Kumpel von mir hat statt Rasierschaum Bauschaum benutzt. Och nee, Alter. Oh was? Das dehnt sich doch aus und an. Och Alter, nein. Ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein. Das hat er benutzt Leuten, die er gar nicht mochte. Och nee, Alter, das ist doch tot. Das bleibt ja auch in der Haut kleben. Oh. Das hat er ja Gott sei Dank, glaube ich, nur auf der Kleidung gemacht. Und nicht ja, trotzdem, da, die Kleidung ist dann hinüber, ne? Weil das ist, glaube ich, gefühlt. Natürlich, der Baumschaum ist heftig. Es gibt auch diese, das auf den Haaren machen müssen. Kennst du diese Hochzeitslegende vom Junggesellenabschied, wo drei Männer ihrem Freund Bauschaum in die Stiefel tun? Und das ist ja, also das ist richtig krank, weil der Bauschaum dehnt sich ja aus und dann sind später irgendwie die Füße gebrochen und dann konnten wir denen die Füße amputieren, weil die die Stiefel nicht mehr abbekommen haben. Und die Füße waren dann über Nacht, wo der dann besoffen war, hinüber. Und hat dann keine Beine mehr. Natürlich dann auch lustig, ne? Haha. Ja, Bauschaum ist wirklich heftig. Wenn man das irgendwie ins Gesicht oder auf den Haaren machen würde, würde das ja richtig ausdehnen.
Oder müsste er wirklich, keine Ahnung, schnell eigentlich irgendwie zum Krankenhaus oder so? Richtig, richtig. Also da auf jeden Fall nicht mit Spaßen, Kinder. Hört bloß auf, fang immer an, Bauschaum zu rauchen. Aber das hat er halt bei der Kleidung benutzt. Ja, ja, aber trotzdem, das ist schon heftig. Hat er halt bei Kleidung benutzt, aber trotzdem sollte man das nicht machen. Das war wirklich heftig. Alter. Dazu hat er auch echt heftig Ärger bekommen, also wirklich. Ja, glaube ich, aber das ist schon... Heftig Ärger. Das ist so, das sind wieder so Sachen, die sind nicht lustig, aber Leute, die behindert sind, machen. Ja, es gibt, wie gesagt, es gibt da so viele Freaks, die nicht nachdenken. Zum Beispiel erinnere ich mich gerne an den Abi- oder Zehnerstreich damals aus der, was war das, 9. Klasse? Immer also die Freaks, die nicht nachdenken, immer. Wir waren halt ein Jahr vorher und dann hat dann jemand auch irgendwie einen Traktor gehabt und hat dann auf dem Traktor halt ganz normal immer Anlage drauf gehabt. Und es war dann wohl so, dass dann jemand Stroh dabei hatte und dann wurde überall Stroh verteilt, das ging ja auch noch klar. Wäre da nicht eine Missgestalt gewesen, die dann betrunkenerweise am Flur geraucht hat und dann die Zigarette in das trockene Stroh geschnipst hat und dann stand dann plötzlich mal so ein halber Schulflur, also in Flammen nicht, aber er war halt natürlich komplett verraucht und alles und die Feuermelder gingen an und die Feuerwehr kam und so. Auch, also nicht mir passiert, sondern auf einer Schule von einem Bekannten, aber auch ziemlich, ja, man kann es natürlich auch, man kann auch einfach mal nicht nachdenken und es dann komplett übertreiben. Unser Abi-Streich war ziemlich lustig, weil wir sind einfach ins Lehrerzimmer gegangen, haben uns da hingesetzt und haben gesagt, so, nö, wir hören jetzt hier auf, wir machen jetzt gar nichts. Haben uns dann auch auf die Tische von den Leuten gesetzt, die dann gerade arbeiten am Korrigieren, und saßen da so, nö, ihr macht jetzt hier eure Arbeit nicht fertig, das geht so nicht, ne, wir sind jetzt hier letzter Tag, wir feiern jetzt, ne. Und ja, wir hatten wie gesagt diese eine Lehrerin, die einen gewissen Drang zu Feierei hatte, die Spanischlehrerin von mir, die erwähnte. Und die hat sich dann einfach knallhart am Abi-Streich abgeschossen, ist dann später mit dem Auto besoffen gegen Laterne gefallen. Oh nein! Richtig geil, war so typisch. Und dann meinten die anderen Lehrer so, was sollte man anders erwarten von der guten Dame? Was hätte anders passieren können als das? Ja, also auf jeden Fall richtig lustig. Dann weiß ich noch, dass bei manchen Abi-Streichen leider Gottes auch... wie gesagt, es gab halt zwei konkurrierende Gymnasien, wo dann halt immer richtig Beef war, richtig Ärger, ja, wirklich richtig krass, wo dann auch Leute dann mit Wasserbomben, mit Eiswürfeln drin und sowas beworfen worden sind, so richtig asoziale Sachen halt. Und, normal, hey. Mit Eiswürfeln drin, ne? Wasserbomben, wo Eis drin ist. Wenn du das gegen den Kopf bekommst, tut das so unnormal weh, Junge, du stirbst einfach fast. Das ist richtig schmerzhaft. Okay, ich kenne das, dass so Leute das mit Steinen schon gemacht haben. Also. Oh, Alter. Ich habe gesagt, ich kenne asoziale Menschen. Ich habe das nicht gemacht, ich kenne das nur. Solche Sachen. Und es ist dann wohl auch einmal so passiert, dass dann jemand beim Rückwärts-Einparken, während die Schule stürmen wollten, es geschafft hat, ein komplettes Foyer, also eine Glasscheibe zu zerlegen und mit dem Auto da rückwärts reingefahren ist. Und dann ging wohl nur der Kofferraum hinten von diesem Van auf und dann sind da 1000 Leute raus. Und das war wirklich, das hat eigentlich einen Kriegszustand wirklich gehabt. Ich meine, das war nicht meine Stufe, das war eine Stufe nach mir, die da kam. Aber du musst dir mal reinfahren. Derjenige fährt besoffen, oder weiß ich, nehme ich mal an, besoffen. Ganz geistesklar kann er nicht gewesen sein. Rückwärts in dieses Glasfoyer rein, alle Scheiben zersplittern. Und dann sind dann die ganzen Leute, die am Rumschreien sind. Und dann springen da hinten die ganzen Leute raus. Und die juckt das einfach nicht, dass eine Scheibe kaputt gegangen ist, ob jemand verletzt worden ist. Nein, das juckt die nicht. Hauptsache Abi-Streich. Geil, wuhu! Und nochmal geisteskrank. Also Abi-Streich ist immer so eine Sache, da eskaliert es immer richtig. Ja, aber das kann man, das machen ja auch mal, das ist ja auch der Tag der Chaos-Tage, richtig, genau, diese Chaos-Tage ist bei euch, bei uns ist Abi und Zehnerstreich. Was hatten wir noch? Wir hatten einmal so, dass wir eine Lehrerin hatten, die damals, wir hatten jemanden, der Vater war Polizist, dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt die Schulleiterin so mit, als das war unser Zehnerstreich, als Spaß sperren wir die quasi ins Polizeiauto und die fährt dann weg und dann haben wir die ins Polizeiauto gesperrt. Und das Problem war, die Frau war dermaßen aggressiv, dass die angefangen hat, im Polizeiauto zu randalieren und wurde dann später tatsächlich mit auf die Wache genommen. Sie können mich hier nicht rein, sie lassen mich raus, ich muss zurück zu meiner Schule, es eskaliert. Dann hat die dann im Polizeiauto wohl angefangen, da die Sitze zu beschmutzen und alles, da hat da rumgespuckt und alles, musste dann tatsächlich in wirkliches Polizeigewahrsam genommen werden. Was ist so dumm. Was auch noch ganz cool war, das ist aber schon Jahre her, da war ich, weiß ich nicht, habe ich erzählt bekommen, weiß auch nicht, ob die Geschichte stimmt. Da haben sie haben sie mit einem Kran ein Auto von einem Lehrer auf ein Schuldach gestellt, auf eine Sporthalle, und dann ist einfach die Sporthalle mit dem Auto zusammengebrochen. Oh nein! Richtig krass! Woher haben die einen Kran? Ich weiß es nicht, Alter, du kommst doch, ohne Witz, du kommst dann auf die dümmsten Ideen, Junge. Das war dann irgendwo in der Eifel hinten bei den Bauern, es tut mir leid, das ist nichts gegen die Eifel, aber... Meine, kann man ja mal machen, ne? Kann man ja einfach mal machen, Leute. Das ist schon ziemlich heftig. Ich weiß, ich kenne noch eine Geschichte, wo sie Hühner in der Schule ausgesetzt haben, die dann da rumgelaufen sind und solche Sachen. Also,
Abi-Streich bei uns ist immer richtige Eskalation. Vor allem ist das ein mega Besäufnis. Das sind alle einfach rotzevoll also, und wie man auch hört, auch die Lehrer. Erzähl du doch mal was. Das so, bei uns war das so, dass die Lehrer grundlegend ihre Autos ganz weit weg geparkt haben oder erst gleich mit Autos gekommen sind zu diesen Tagen. Ja, ist das, normal. Das hatten wir auch. Es gibt diese Kreide, ja, wo man auf Autos schreiben kann, diese Sprühfarbe, ne? Diese Sprühkreide. Uh-huh. Und das sieht dann aus wie Graffiti. Und da wollten uns dann eine Lehrerin tatsächlich deshalb zusammenschlagen mit ihrer Handtasche. Und dann haben wir gezeigt, dass das direkt abgeht. Und dann ja, und die Lehrerin, von der ich mal erzählt habe, die richtig scheiße ist, keiner mag die Englischlehrerin, mhm, die kommt trotzdem mit dem Auto. Der ist das scheißegal, weil alle ja vor ihr Angst haben. Klar, natürlich, klar. Mhm. Und dann geht sie zu ihrem Auto und dann steht das Auto da ohne Reifen. Da haben sie einfach die Reifen vom Auto abmontiert. Ja, geht doch fertig. Ich meine, das ist echt noch human. Wie gesagt, ich glaube, es gibt ja, da auch... Ja, das ist noch okay. Und dann natürlich sind die Autos immer besprüht worden. Ja, natürlich, ganz viel Zeug und so. Alles normal. Aber das kriegt man ja alles wieder ab. Ne? Wie gesagt, es gab halt... Einmal weiß ich, dass es in... meine ich, in Berlin gewesen ist, wo dann auch eine Abi-Klasse da tatsächlich angefangen hat, Autos von Lehrern anzuzünden. Das ist aber schon wieder... eine Nummer zu krass. Also, bei manchen Leuten fragt man sich halt so wirklich so, da fuck, wie kommen die auf so behinderte Ideen? Ich meine, wer kommt auf die Idee, das Auto von einem Lehrer anzuzünden? So, ja, was soll ich sagen, Freunde? Abi und Zehnerstreich immer unheimlich lustige Sachen gewesen. Ich todesviele Sachen. Ja, nein, der hat sich maskiert und hat die Lehrer vom Fahrrad geschubst. Korrekt. Das ist eigentlich richtig assi, aber das ist voll korrekt. Das war auch lustig, ja. Der maskierte Hater einfach. Gut, Freunde, da war es das von... Und schubst die Leute vom Fahrrad. Wieso nicht? Kann man ja mal machen. Wetten, was? Das warst du? Locker warst du das. Ich möchte jetzt ganz viele Photoshops sehen, wo Mr. Morgan so maskiert ist und so Leute vom Fahrrad schubst oder am Sattel riecht. Das war es von dieser Folge. Nackt. Im Eiswagen. Vor den Häusern der Abonnenten. Das war's von dieser Folge Typisch Schule. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Schaut bei Mr. Morgan vorbei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Oder spätestens auf der Gamescom, meine Freunde. Kommt vorbei. Ah, und dann sicher, Mr. Morgan, das frisch bist du. Ich sehe Revi nächste Woche. Oh ja, und dann schlafen wir im Bett. Das wird... Liebe. Gut. Ne? Folge ist jetzt hier vorbei. Tschüss, Freunde. Abschalten.